Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wird denn bald die Sony A7 IV kommen, so wie sie schon lange angekündigt wurde, und welche Specs hat sie und was hat dann Sony auch noch in petto? Darüber reden wir heute, viel Spaß. Die Sony A7 IV wird ja schon seit Jahren heiß ersehnt und lange erwartet als Nachfolgerin der A7 III. Viele meiner Kollegen und Kolleginnen nutzen die A7 III sehr aktiv für Porträt, Landschaft, also für all das, was sozusagen fotografisch gemacht werden soll, bis hin zu Astrofotografie. Es ist eine sehr, sehr gute Allround-Kamera und lohnt sich in jedem Fall für all diejenigen, die ein breites Spektrum abdecken wollen, von der Hochzeitsfotografie bis hin zu Landschaften und Architektur. Also all das, was geht und natürlich auch Filmen, wird mit der Kamera sehr gut abgedeckt. Jetzt wird aber seit geraumer Zeit bemängelt, dass es keine Nachfolgerin gibt im Sinne von vielleicht bessere Features, noch bessere ISO-Performance und. Es hieß Anfang des Jahres, dass die Kamera kommt und viele von uns freuten sich darauf, dass die Kamera endlich vorgestellt wird und wir überprüfen können, ob das ein oder andere an vorgestellten Specs auch wirklich so eintritt. Leider wurde das Ganze mehrmals verschoben. Ein Grund dafür ist natürlich die Corona-Pandemie, aber auch die weltweite Chipknappheit, wofür niemand was kann. Das ist einfach auch ein Stück weit Lauf der Dinge und natürlich auch der Pandemie geschuldet. Demzufolge verzögern sich auch Lieferungen, wie zum Beispiel für die der Sony A7 IV. Aber sie soll anstelle von September, wie es angekündigt wurde, jetzt nun im Oktober endlich vorgestellt werden. Die Sony Rumors-Gemeinde meinte wohl sehr fest zu behaupten, Mitte bis Ende Oktober wird die Kamera vorgestellt werden und da freuen wir uns natürlich alle drauf und ich bin auch sehr gespannt, ob es denn wirklich endlich soweit ist und ich werde sie mir in jedem Fall näher anschauen, wenn sie auf den Markt kommt. Was aber zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wohl schon sehr klar sein soll, das sind die Specs. Zum einen gibt es einen nagelneu entwickelten Sensor, Bildsensor, der um die 30 bis 32 Megapixel auflösen soll. Da reiht sich die A7 IV dann ungefähr auf der Höhe der EOS R, die mich gerade filmt, ein oder beziehungsweise bei der 5D Mark IV von Canon. Das ist dann auch um die 30 Megapixel, bedeutet also einen Zuwachs von ungefähr 5 bis 7 Megapixel. Das ist für mich auch ein guter Sweet Spot zwischen ISO-Performance und Auflösung, wenn du gerade Größe drucken willst oder mal hineinkroppen willst. Also ich fände es durchaus gut, wenn der Sensor so kommt. Was wir nicht wissen, ist natürlich die Blendenleistung im Sinne von Lichtstärke und Dynamikumfang. Was den Sensor angeht, das wird dann die Praxis zeigen, wenn es dann die ersten Beispiele gibt. Aber es ist auch klar, dass die Kamera am Filmen 4K 60 FPS zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit anbieten wird. Finde ich ein bisschen schwierig, weil die A7 IV, wenn sie Slow Motion in 4K könnte und anbieten würde, mit Sicherheit der Verkaufsschlager schlechthin für die nächsten Jahre wäre. Denn bei Sony bekommst du das inzwischen nur bei der A7 S3 und bei der A1, bei keiner anderen Kamera. Finde ich sehr, sehr schade, aber natürlich ist auch dem Preis geschuldet. Sony möchte gern die FX3, die A7 S3 und die A1 in ihrer Sparte noch gut verkaufen können. Und dann spielen dann solche Sachen wie 4K Slow Motion in 120 Frames pro Sekunde eine große Rolle, weil viele Filmerinnen und Filmer das genau bevorzugen. Es wird außerdem sehr wahrscheinlich ein neues Menü geben. Sony ist ja bekannt dafür, mit neuen Kameras auch neue Menüstrukturen einzuführen, was ich per se nicht schlecht finde, denn Sony entwickelt sich da immer weiter. Ich habe zum Beispiel bei meiner A7 R3 ein deutlich besseres Menü als noch bei der Vorgängerin und der darauf folgenden Vorgängerin. Demzufolge hoffe ich einfach mal, dass mit der neuen Kamera auch wieder ein Menüsystem kommt, was konsistenter wird und dass wir vielleicht irgendwann mal, egal welche Sony-Kamera, in die Hand nehmen können und sie sind alle ähnlich gut im Menü bedienbar wie Canon, Nikon und die anderen Hersteller. Der Sucher soll sich verbessern und zwar soll der Sucher jetzt mit 3,96 Millionen Bildpunkten auflösen. Das wäre also nochmal eine Verbesserung zu dem bisherigen. Jetzt ist der Sucher von der A7 III ja nicht wirklich gut. Ich finde meinen von der A7 R3 auch nicht berauschend, aber ich kann damit leben, es ist okay. Der von der Canon ist deutlich, deutlich besser. Also das siehst du sofort, ja. Da sind auch, glaube ich, 2 Megapixel mehr Auflösung drin. Ich bin mal gespannt, wie der Sucher von der A7 IV, wenn er denn so sich verändert hat, aussieht. Es soll ebenfalls auch ein Klappdisplay geben. Also es wird vermutet, dass ein Swivel-Display dieses Mal kommt. Das fände ich sehr gut, weil gerade ich als Filmer sehr angewiesen bin darauf, ob die Kamera mir das bietet oder nicht. Ich meine, ich filme mir das Sony gern, weil ich kann mich in der Regel darauf verlassen, dass der Autofokus auch mein Auge, mein Gesicht trifft. Im Zweifel weiß ich es aber doch nicht. Und bei der Canon zum Beispiel oder auch bei der A7 S3 und allen anderen Kameras, die das haben, siehst du dann, was im Frame ist. Das heißt, wenn du dich selber filmst oder fotografierst, dann kannst du besser korrigieren, wenn es nicht passt oder eingreifen, wenn der Fokus nicht funktioniert. Finde ich per se besser, hat aber auch einen Nachteil, weil viele feiern das ja. Ich finde, du kannst bodentief nicht gut arbeiten. Ich finde, im Hochformat zu fotografieren mit Swivel-Display richtig gut,
mega. Ich finde aber im Querformat zu fotografieren mit Zwiffeldisplay nicht gut. Da finde ich dann dieses einfache Klappdisplay, was du hier bei der A7 R3 und allen anderen, die das auch haben, hast, besser, weil ich das Display schön kippen kann und sehe besser gerade in bodentiefer Arbeit, wie ich den Frame einstellen möchte und was gerade passt und was nicht passt. Also es hat auch wieder seine Vor- und Nachteile. Demzufolge bin ich gespannt, was sie verbauen werden. Aber ich denke, all das, was anders ist am Display, wird dann irgendwie schon besser sein für uns im Handling. Den Gerüchten zufolge soll der Fokus vor allen Dingen auf dem Autofokus und dem Sensor gelegen haben. Das heißt, alle, die einen noch schnelleren Autofokus und einen noch besseren Sensor sich erhofften, die werden sehr wahrscheinlich dann auch glücklich werden mit der Kamera und werden hier deutliche Verbesserungen sehen. Ich bin mal gespannt, ob die Kamera wirklich im Oktober kommt. Wenn ja, würde mich interessieren, ob ihr sie euch vorbestellt. Schreibt mir das bitte mal in die Kommentare, da bin ich sehr gespannt, ob ihr schon heiß auf die Kamera seid und sie euch auf jeden Fall vorbestellen werdet. Und dann gibt es auch noch Objektivneuigkeiten aus dem Hause Sony, und zwar wird vermutet, dass ein 16mm Blende 1.8 Objektiv in den nächsten Monaten auf den Markt kommen soll. Es soll wahrscheinlich in diesem Jahr noch vorgestellt werden. Ob das so wird, wissen wir nicht natürlich, aber laut Sony Rumors soll es dieses Jahr wohl noch vorgestellt werden. Eine Besonderheit gibt es wieder in diesem Fall, ein 16mm Objektiv 1.8 gibt es im Hause Sony nativ noch nicht. Es gibt Dritthersteller, die ähnliche Brennweiten anbieten. Es gibt zum Beispiel von Sigma das 14mm Blende 1.8 oder auch aus dem Hause Sony das 14er 1.8. Und die liegen beide auch preislich ungefähr beieinander. Das nimmt sich nicht so viel. Ich bin aber gespannt, wo das 16mm 1.8 sich einordnen wird. Da ist der Preis noch nicht wirklich klar. Ich denke, wenn das recht gut und für den Preis rentabel angeboten wird, wird mit Sicherheit der ein oder andere sagen, da greife ich zu für Astro-Shots oder für Aerial-Shots, für Architektur bzw. auch für Landschaftsfotografien, kann das durchaus sehr gut sein, gerade mit der Blendenöffnung 1.8. Und wenn das noch bis zum Rand scharf ist, dann hat Sony auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Teil wieder weiterentwickelt. Es soll, soweit ich es gelesen und verstanden habe, als GM, also als G-Master-Objektiv auf den Markt kommen, wird dementsprechend auch etwas teurer sein im Preis. Aber ich denke, wie gesagt, wenn für den einen oder anderen sowas in Frage kommt und er braucht kein 14mm, weil das ist ja schon sehr, sehr weit, dann wird das mit Sicherheit sehr interessant sein und ich bin gespannt, ob sich der ein oder andere von euch das Objektiv dann anschauen wird. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant und ich hoffe, ihr seid jetzt gut informiert, was die Sony A7 IV bzw. das Objektiv von Sony, das neue, angeht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hier. Da unterstützt ihr mich und in diesem Fall bis zum nächsten Video und tschüss.